Ladies and gentlemen, children of all ages, wherever you are, welcome to the first ever Hot Pistons live streaming. And now we come to the next song. It's about the greatest Batman performer of all time. This song's called Adam West. Adam West was the best. The icon with a hero's chest. Adam West was the best. He stopped the villains and kicked their ass. Adam West was the one. Sales, that got a band of the world.
front town, in front town, in front town. Song about the tragic death of the King of Monsters. Here comes Godzilla's funeral. Lost and is found. Hope's not lost and is found.
Godzilla died. King of Mother's Rock, long ago when he walked Tokyo's fairy town, then the building just a fun, always looking for the fame, just a spinner on the channel, legendary icon, I mean that least on the news. Radio, let's hear that here. Links are hot, nuclear here, nuclear here, nuclear, stop, stop, stop. Along comes the spider. What? Joe! Sleep with my only sweetheart. Close your eyes. Dream up the river beyond your mind. There will be no sorrow. There will be no death. Everything's alright before the evil spider starts. There will be no emptiness, there will be no fear. Knowing that my honey is a spider, what you cheer? Along comes the spider. Mouth of wings running higher. Along comes the spider. Woodland breaks behind you. Brings you down. The other side from the highest bound. Wagon to your nightmare. Along comes the spider. Can you feel the pain? It gets inside your brain. What? For the final war, it's gonna wreck. Attack, check. Deletion of doom surrounding you. You should never look back. This time there will be sorrow. This time there will be jack. This time there's no escape when the evil spider starts. Long arms the spider. Baffling's running higher. Incorporated. Bye.
separated. Malcolm Williams, Snooky Bomb, Middle Cherry, Chalk Chalk, Broken Brussels, Falling Trees, Ages Jump, Run the Seas, Slaughterhouses, Terrorism, Bucketing some narrative, Terry Jam, we're winner red, we were running Avon. Zum letzten Song. Und dann will ich sagen, dass ich jetzt im Namen der Band aussprechen will, was das für eine wunderbare Sache ist, die Regio Act hier macht. Künstler eine Plattform bietet und den Aufwand, den sie hier betreiben, das ist herrlich dort zu stehen. Es ist grossartig. Es macht Spass, um wieder mal ein Live-Konzert zu geben. Und ja, ich würde sagen, wir spielen den Song noch. Der ist geschrieben von dem jungen Mann hier. Also der gesehen. Der Herr links von mir sieht aus wie Elvis Presley. Ist aber der Dominik Bossard. Und er hat den letzten Song geschrieben und der heißt Drunken Dragons. Thank you.
Have a good night. Thank you very much. Ja, die Halle steht noch, das kann ich garantieren, aber die Träger haben schon ein bisschen knirscht. Ich würde sagen, hey, Hut ab, Chapeau, ganz geiler Rock, den er brachten, heisst er Kolben oder eben Hot Pistons. Was mehr dahinter steckt, die Band verlässt jetzt gerade den Circle und ich würde sagen, richtig Bargo abkühlen. Du kannst auch durchlaufen, go for it, easy, kein Problem. Sind QC Pesce, der Bossi, der Mika und da haben wir noch den Beat. Er ist jetzt gerade zu uns gesellt. Ja, 2016 sind wir in Amriswil gegründet, der Beat. Ja. Wenn ich dich jetzt so anschaue, du strahlst völlig entspannt in einer relaxten Ausstrahlung. Setzt ihr das nicht an, die Energie, die ihr da loslegt? Ich glaube, das gibt mir mehr. Ich glaube, es gibt mir mehr Energie, als das man nimmt. Ja, du, jetzt Inspiration, der Beat. Erzähl mal, Inspiration, wo habt ihr die, wo nehmt ihr Kreationen, die Ideen her für eure Songs? Ich denke, eine grosse Inspiration, die wir auch schon dir kennt, dürfen Farben schon zweimal sein, ist Crossplane. Aber Motorhead, denke ich, gehört auch zu meinen Inspirationen. Dazu muss ich aber auch sagen, wir sind alle ein bisschen von verschiedenen Stilrichtungen. Also das ist eine Art, kann man sagen, ein grosser Umfeld mit verschiedenen Musikrichtungen, wo das gibt, was wir sind. Das strahlt er auch aus, weil er schöne Nuancen hat. Das variiert extrem. Ganz schöne, positive Energie, die er da überbringt, obwohl, wenn man nur aufs Gehör würde, hören, sagen, nur reiner Hardrock, aber das ist es nicht bei euch. Erzähl! Die anderen vier Bandmitglieder, was sind das für Stilrichtungen, die sie Einflüsse reinbringen? Ich würde sagen, so der Boss ist so klassisch 80er Jahre Hardrock, Heavy Metal. Der Kussi und der Pesce kommen vom Punkrock, wobei beim Pesce muss man sagen, der hört auch sehr viele Sachen, die niemand kennt. Der ist so ziemlich, kann man sagen, der kennt alles schon, bevor man es kennt. Und der Mika, der kommt so aus dem Metalcore-Bereich. Bei der Probe ist mir bei euch aufgefallen, ihr seid gekommen, kurzer Prozess, ihr seid schnell rein in Circle, habt euch schnell eingerichtet, zwei, drei Mal ein bisschen, dann hat es für euch gestimmt. Absolut. Ich hatte zwar keinen Monitor gehabt, aber ich habe es nicht gebraucht. Es hat einfach gepasst. Also der Fun-Faktor ist bei euch wirklich sichtlich erkennbar. Ja. Grosses Kino. Songs, Texter, wer übernimmt das bei euch? Wer ist da der geistige Vater, darf man dem so sagen? Ja, das dürfen wir schon so sagen. Ich denke, wenn es um Text geht, ist ein absoluter unser Sänger, der Kussi, der Mann. Der schreibt die Texte und hat die Ideen. Die Songs sind am Anfang sicher mehrheitlich von mir gewesen und der Bossi, der gibt es jetzt auch immer mehr hin. Und er hat schon zwei, ja, jetzt würde ich sagen, drei Songs hat er schon abgeliefert, ja, die richtig gut sind. Die Frage muss ich jetzt gleich stellen. Hot Pistons ist ja ein heißer Kolben. Wenn man das so salopp übersetzen will. Ja, das kann man so übersetzen. Was steckt dahinter? Alles möglich. Es kann ein Fahrzeug, ein Motorkolben sein, der ein bisschen heiß gelaufen ist. Es kann aber auch ein Genital sein. Ich höre dahinter aber noch. Nein, ich habe es nicht gehört. Es kann sehr vieles sein. Es kann vieles sein. Es kann vieles sein. Man kann einfach Fantasie spielen lassen. Es ist das, was es am besten trifft. Genau. Jetzt sag mal, Beat, der Beat. Wie kann man euch buchen, wie kann man zu euch gelangen? Was ist euer Lieblings-Einfallstor, wenn man dem so sagen kann? Ich denke, man kann uns, wer uns kennt, direkt kontaktieren. Natürlich, wir haben auf der Homepage haben wir eine E-Mail, einen Kontakt, Facebook, www.hotpistons.ch findet man alles. Ja. Gut, würde ich sagen, grosses Kino. Ich danke schön, euch sind dabei gewesen im Stream oder im Nachhinein auch noch mit dem 360 Grad, wo wir dann ab morgen, Dienstag, 26. Mai, werden online haben. Am Mittwoch geht es dann wieder weiter, da bei uns in der Bodensee Arena mit Charlie, ein Singer-Songwriter, Genius Christus, ein Trap-Rap, ich kann nicht mal meine Schrift mehr lesen, das ist ja tragisch, und ein Purple Cheetah, ein Soul-Pop. 20.00 live
nächsten Mittwoch, 27. Mai. Und Spenden übrigens könnt ihr immer noch. Würde uns sehr freuen, wo wir den Bands in dieser ziemlich speziellen Zeit rund